Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim, und wir haben da jetzt gerade mit Alvor gesprochen, dem Schmied, und schauen uns hier im Dörfchen noch ein wenig um, denke ich, weil da ist es ja recht lauschig. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Okay, Alvor, das werde ich. Ich kann es kaum erwarten, noch einmal die Jungs zu töten. Du bist schon wieder voll hitzig unterwegs und wir schauen uns da um. Wir können das nehmen. Ohne. Ohne zu stehlen. Wir nehmen doch das alles. Ziegenkäserad und Pipapo. Elfenohr und. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Aber wir brauchen ja nicht so viel, oder? Egal. Wir haben jetzt einmal die Hütte angeschaut. Da liegt eine Rose. Seebären. Schneebären. Entschuldigung. Okay. Käse liegt auch da. Können wir da jetzt schlafen? Das können wir auch noch. Nicht schlecht. Und. Das Gold können wir nehmen. Und da liegt ein Buch. Weißlauf für den Ehrenmann, ja? Das ist wieder eine Angelegenheit für die Lesestunde, Leute. Haben wir da noch irgendwas? Ja, wenn wir schon dürfen, dann nehmen wir. Die Schmiedeschürze. Okay. Da können wir nachschauen. Ist auch nicht gestohlen, ne? Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ja, du bist ja auch so ein Heinzi. Was war denn da jetzt? Irgendwas hat da jetzt aufgeleuchtet. Egal. Wir schauen da mal runter in den Keller. Was ist denn? Ja, wir wollten ja mit ihnen reden. Aber wir nehmen das, was nämlich... Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Haben wir. Mit Sicherheit. Und, ist der besser als unser? Ah, nein, das dürfen wir nicht, dass ich stehle. Okay. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Da hast du recht, Mädel. Wir sind auch ganz nett. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich seinen Lehrling. Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Bist du sicher? Papa sagt, dass ich noch nicht bereit bin für Waffen. Also stelle ich eine Menge Hufeisen und Schuhnägel her. Ah, jetzt können wir 360 Grad drehen. Cool, das konnten wir vorher nicht. Mama meint, dass ich nicht mädchenhaft genug bin. Aber das ist dummes Mädchengeschwätz. Ja, das glaube ich nämlich auch. Du bist eine ganz nette. Auch wenn Papa vielleicht einen Sohn gewollt hätte. Bekommen hat er mich. Und da hat er Glück gehabt. Ja, mit Sicherheit, würde ich sagen. Es gibt nichts, was ein Junge kann und ich nicht besser könnte. Ah, doch, du bist cool. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Danke, nein, wir haben eigentlich eh alles. Fühlt euch wie zu Hause. Mit dir quatschen wir noch. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Haltet euch bloß von Alvor fern, meinem Mann. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Fragen wir dich gleich. Folgt einfach der Straße nach Norden. Ja, liegt gut. Bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen, aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Aha. Was denkt ihr über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Da hast du recht. Okay, Sigrid, bist du eine ganz... Lebt wohl. Ne nette. Und ja, wir schauen da gleich mal. Eisenschwert. Schaden 8. Wir haben eigentlich nichts, was wir brauchen können. Eisenpanzerhandschuhe. Rüstungswert.
Wir nehmen doch gleich einmal. Eisenrüstung ist gestohlen, aber das, der Rest nicht. Trollfett. Und schon sind wir überlastet, Leute. Das ist ja klar. Da Dose sammelt wieder ohne Ende. Was schmeißen wir da weg? Verflixt noch einmal. Wir haben da 304. Wir verkaufen dann gleich auch was. Irgendwas vom Essen, oder? Bekleidung, irgendeine blöde. Da. Ah, das haben wir jetzt angezogen. Ich bin ja auch so ein Schussel. Wir werden das jetzt einmal wegschmeißen und zweimal wegschmeißen und ja, die bringen ja überhaupt nichts wert. 5. Die bringen auch nichts. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann haben wir noch. Das schenke ich euch, Leute. Okay. Da hinten hätten wir noch Sachen. Eisenstiefel. Die werden wir dann gleich ausrüsten. Und Nordmade ist immer gut. Komm her. Na, wirst du? So. Noch was wir brauchen könnten im angemessenen Rahmen, hat er mir gesagt, ja. Eigentlich nichts. Stehlen dürfen wir nicht. Beistelltisch durchsuchen. Die Holzschale brauchen wir nicht und da gibt es noch eine Truhe. Gold dürfen wir nehmen. Holzschale und Kessel brauchen wir auch nicht. Und da, der ist leer. Okay, so. Hätten wir eigentlich alles. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ja, du bist ganz nett und ja. Wir kommen sicher noch zu Hause. Danke, ja, das tun wir gerade. Und wir suchen jetzt einmal einen Händler und schauen, ob wir da was verkaufen können. Stärkere Kreaturen besitzen größere Seelen und benötigen größere Seelensteine zum Einfangen. Größere Seelen führen zu besseren Verzauberungen und laden Waffen besser auf. Aha. Ja, der hat auch ein Problem mit dem Gebiss. Bretonenblut verleiht einen 50%igen Magierwiderstand. Bretonen wirken pipapo. Es ist ja schon Tag, ja. So, jetzt schauen wir mal auf der Karte, ob wir da eine Übersicht haben. Wir können da reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen. Standort, Zielort festlegen, zoomen, pipapo. Geht gar nichts. Da irgendwo war ja ein Kontor. Wir haben uns auch noch nicht umgesehen. Kommt ja gut, das Städtchen. Da ist noch einer, den könnten wir auch gleich einmal fragen. Ja, du, übergehst du uns? Ihr braucht etwas? Embry. Soll ich dir einen ausgeben? Nee, ich gebe dir keinen aus. Bis zum nächsten Mal. Wer bist denn du? Neu in Flusswald? Lukan, drüben im Flusswald-Handelskontor, sagt, dass Diebe in seinen Laden eingebrochen sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Aha. Dann erzähl uns mal irgendwas über Flusswald. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Ah, der Jarl ist es. Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ah, da müssen wir auch noch hin. Genau. Bis zum nächsten Mal. Aber ich möchte mich jetzt kurz einmal umziehen, Leute. Ich mag das jetzt zurzeit nicht so. Wir sind hier friedlich in der Stadt und ziehen einfach einmal die Novizenkapuze und die Novizenrobe an, ja. Außerdem könnten wir dann gleich auch noch... wo waren denn die schweren Dinger da? Die Eisenstiefel? Fellstiefel, Fußlaufen, Eisenstiefel, ja. Die sind ja extrem cool. Und dann haben wir noch Eisenhelm, Eisenpanzerhandschuhe, genau, die werden wir auch anziehen. Eisenschild haben wir ausgerüstet.
Gut so. Oh, Feldstiefel. Ah, kaiserliche Bildschirm. Schmiedeschürze. Okay, und wir brauchen auch noch irgendwas in der Hand, ne? Das schaut nicht blöd, das schaut blöd aus. Wir nehmen einfach den... was haben wir da? Kampfschrei. Wir haben da keine... Ja, da müssen wir nochmal retour, weil das kann ja nicht sein, Leute. Wir müssen dann eine Waffe auch favorisieren. Die Kriegsaxt, ja, und die rüsten wir auch gleich aus. Zack, und so. Ja. Schaut schon ein wenig humaner aus, das Mädel, und dann passt es auch so. Da wollten wir her. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ja, Alter, tun wir. Was wir eigentlich wollten, ist ja da. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Wähle einen Gegenstand zum Herstellen aus. Ja, da gibt's noch nichts. Aha, wir können nur Pelz, was war's denn? Erfordert, aha, da unten ist das Zeug, erfordert und wir haben ja gar nichts davon. Wir können beim Pelz auch gar nichts machen, haben wir wieder Leder, beschlagen können wir auch nichts. Eisenbahn haben wir zwar, aber sonst. Und, okay. Okay, jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Und, die Schmiede, das ist noch immer dasselbe, sorry Leute. Da gibt es ja dann noch was anderes. Er hat irgendwas gesagt vom Schleifstein. Hey, schaut euch die Mühle an. Na, kommt die cool rüber. Ja, okay. Da gibt es einen Schleifstein, genau, das ist er. Benutze den Schleifstein. Schleifsteine. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt findest oder kaufen kannst. Eisendolchschaden erfordert Eisenbahn einen. Ja, aber jetzt ist aber Schluss. Wir schauen nochmal nach, ob wir was anderes verbessern können. Sorry. Eisenkriegsaxt. Auch einen Eisenbahn. Eisenkriegshammer. Schmiedekunst und mit der Schmiedekunst 21. Wie viel wird denn das Ding besser überhaupt? Aha. Ach ja. Okay, das machen wir dann, wenn wir es notwendig haben. Der ist cool, der Dolch. Und der Rest ist schon wieder stehlen, ja? Eisenstiefel, die können wir nehmen, ja? Was ist denn das? Nochmal Eisenpanzerhandschuhe. Ja, verflixt. Das können wir auch nehmen. Gut so. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ist okay. Wir müssen natürlich wieder was wegschmeißen. diese blöden Eisendolche, 16 Stück. Wir schleifen uns da schon langsam zum Kontor und schauen uns da um. Ne? Vor lauter Gier, das kann ja nicht sein. Da vorne ist es. Seht ihr da das Zeichen? Und da kommt es ja gut. Also das Städtchen ist ja nett, wirklich, ja. Und Hühner treten müssen wir auch mal. So, lass uns da vorbei. Bitte sei so lieb.
Wir reden mit dir später. Wir gehen da schnell rein und verkaufen das Zeug, das wir nicht brauchen. Vor kurzem habe ich gehört, wie du kein Geschwien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das war ich nicht. Ganz ehrlich. Okay, Leute, ich glaube, ich mache hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir unser Zeug verkaufen und endlich mal Geld machen. Okidoki, bis später, Leute.